Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 92. Heute kommt nur ein Video und zwar dieses hier. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ein Daumen nach oben da lassen würde. Wäre eine großartige Geste, unterstützt mich wirklich sehr. Link in der Videobeschreibung zu Kinguin. Und naja, was ist der Grund dafür, dass nur ein Video kommt? Ist relativ einfach zu erklären und zwar: Erstens habe ich einen extrem kaputten Rücken irgendwie. Ich habe mir den irgendwie heute extrem verspannt. Kann mich kaum bewegen und das ist extrem suboptimal und des Weiteren war ich gestern Abend unterwegs. Das heißt, ich bin nicht sonderlich fit und bin relativ müde auch irgendwie, also mir geht es nicht sonderlich gut. Aber natürlich mache ich trotzdem eine Episode und ich habe mir schon einen Spieler rausgesucht, um den es heute gehen wird, der teurer sein wird. Und zwar ist das Yaya Touré, ist im Moment im Gespräch bei Inter Mailand und bevor der zu Inter wechselt, will ich auf jeden Fall nochmal in der 7 Minute Squad Episode zumindest die Dings-Version haben, die City-Version haben. Kostet um die, ich weiß gar nicht, wie viel er kostet. Ich habe auf jeden Fall einen Verein, über 300k auf jeden Fall, schon mal nice. Ja, wie gesagt, ich habe ja den Verein und deswegen wird er jetzt mal hier ausprobiert. So, einen zweiten Spieler suchen wir natürlich. Schauen wir mal nach, wer das werden wird. 150 Coins eingegeben und dann gehen wir auf Seite 2 und dann nehmen wir doch einfach mal... Da sind mir zu viele Premier League Spieler. Machen wir nochmal neu. Machen wir mal Gold. Okay, weniger. Seite 2. Wieder viele Premier League Spieler. Und nur Ramos. Ich glaube, ich nehme Maxwell. Dann kann man, glaube ich, schönes Hybrid rumbauen. Ja, ich nehme Maxwell, da kann man ein gutes Hybrid rumbauen. Das passt, gut, alles klar. Habe ich sogar auch im Verein, glaube ich. Schauen wir mal nach. Ja, habe ich, wunderbar. Zentral offensiv stellen wir dann Touré hin. Zack. Bleiben wir im 4-5-1. Weiß ich gar nicht, machen wir 4-5-1. 3, 4, okay, ja, Viererkette sollte schon sein wegen Maxwell. 4, 5, 1, 2 definitiv nicht. Ich mag das 4, 5, 1 ja ehrlich gesagt nicht so, ne, aber ich würde den eigentlich schon ganz gerne offensiver spielen, weil er hat nicht mehr die Medium-High-Arbeitsraten und ich glaube 4, 5, 1 ist gar nicht mal so schlecht für ihn. Machen wir einfach mal. Das Risiko gehen wir jetzt ein, muss ihn weiter bewegen, um mein Handy zu holen. Aber gut, diese aufrechte Sitzhaltung ist alles andere als gut. Ich sollte im Bett liegen und schlafen eigentlich, damit das irgendwie wieder weggeht. Ich habe da echt keinen Bock drauf, weil das nervt tierisch, wenn man einen kaputten Rücken hat. Wenn man wirklich invalide ist quasi. Aber gut, ein Video muss trotzdem heute kommen. Und da starten wir in 3, 2, 1 und los. Also was heißt das starten wir, sondern die Episode, das Video hier, das Team starten wir. Und überlegen jetzt mal, wie wir das Ganze bauen. Elfenbeinküste. Wen gibt's denn da? Boney hätte man ein Perfect-Ding theoretisch, aber das ist... Unangebracht, weil da hätten wir auf jeden Fall schon mal... Nee, das ist blöd. Übrigens stelle ich, glaube ich, Touré auf die andere Seite. Dann kann ich rechts theoretisch Navas hinstellen. Oder ist das doof? Was haben wir für Stürmer aus, Dings? Ja, links Gervinho, rechts haben wir keinen und Stürmer. Ja, Standard, ne? Haben wir als Zehner. Auch Standard. Drogba hat eigentlich voll gute Werte für einen Zehner. Auch Mittel-Mittel-Arbeitsraten. Ist groß, kann passen. Ich glaube, ich nehme Drogba mal schon mal einen Strong Link. Gut. Dann müssen wir Maxwell jetzt verlinken. Nehmen wir dafür Tja. Nee, ist auch wieder scheiße, oder? Hatten wir jetzt so oft Thiago Silva und David Luiz. Spielt Gradell nicht in der Liga an? Ich glaube Gradell, und der ist ja Ivora, der spielt ja in der Liga. Genau, spielt bei Saints, ja. Perfekt. Dann nehmen wir Gradell, der hat auch Forster-Skills. Ja, hat er. Wunderbar, dann haben wir Maxwell schon mal ein bisschen zumindest ausgesorgt. Rechtes Mittelfeld. Ja gut, da gibt es halt keine Ivora, ne? Was gibt's in der Premier League so? Ne, warte mal, wir machen das anders. Was nehmen wir jetzt für einen Stürmer? Oh, Elfenbeinküste ist ja theoretisch jetzt die Möglichkeit, Yakunan einzubauen, ne? Ich wollte es eigentlich machen, wenn der jetzt zu 96 zurückwechselt ist. Also die Karte auch transferiert. Die Karte transferiert ist, aber eigentlich geht das auch so. Ist halt jetzt noch beim falschen Verein, ne? Deswegen kannst du ihn eigentlich nicht benutzen, aber wenn wir schon mal mit Touré bauen, es bietet sich eigentlich auch an. Hätte ich auch mal vorher drauf kommen können.
Ihr merkt vielleicht, bin ich ganz so da. Hat der hohe Mittelarbeitsraten? Ja, sehr gut. Ja gut, dann haben wir das schon mal fertig. Also das Team nicht, aber das auf jeden Fall so. Innenverteidiger nehmen wir mal Brasilien, damit wir nochmal eine andere Liga reinbekommen. Brasilien, so. Was haben wir da? Naldo Castan. Castan. Jesus. Wenn wir Castan nehmen, können wir... Na, ist auch scheiße, oder? Miranda. Luis, Dante. Na, ne, Dante ist auch scheiße. Castan. Ich glaube, wir nehmen Castan. Aufs, na, dann wird es nicht neulich wasted, glaube ich, wenn ich es jetzt so mache, wie ich will. Castan. Dann nehmen wir halt Sechser, De Rossi. Ne, neulich wasted wird es dann nicht. Geht gar nicht mehr. De Rossi. So. Innenverteidiger nehmen wir dann einen Italiener aus der Serie A. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Chiellini, um ehrlich zu sein. Dann eher Basal, obwohl Chiellini ist halt, ne, Kopfball stark. Und kostet auch, nee, kostet auch nichts, von daher nehmen wir Chiellini. Ins Tor stellen wir dann irgendjemand aus der Serie A. Diego Lopez. Nehmen wir mal nicht Handanovic, sondern Diego Lopez. So. S. Und dann können wir auf rechts Konko stellen. Zack, und ins rechte Mittelfeld Hatem Ben Arfa. Und dann sollten wir auf voller Chemie sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde das Team jetzt einfach fertig bauen. Und dann schauen wir mal, wo wir voller Chemie sind. Ich melde mich dann wieder, sobald ich das Team vervollständigt habe. Bis gleich. Wir sind wieder zurück. 5 Nationen haben wir und 4 Ligen. Wir haben Spanien, Brasilien, Italien, Frankreich und die Elfenbeinküste. Und dazu die saudi-arabische ALJ-League, die Barclays Premier League, die Ligue 1 und die Serie A. Das ist unser Team. Ist nicht so mega kreativ, aber wie gesagt, ich bin nicht in Topform. Und ich würde sagen, wir suchen einfach einen Gegner, versuchen den eben zu zerstören. Und dann bin ich fertig für heute. Wir haben endlich einen Gegner gefunden und zwar ist der Tasty, hat eine Teambewertung von 70, 98 Chemie, es ist ein ja, komplettes mexikanisches, nee, Quatsch, gar nicht, komplett mexikanisch, was ist ein, ah, Arias und der Kolumbianer kommen aus irgendwelchen anderen Ligen auf jeden Fall, ansonsten komplett mexikanisch mit 2 Informs noch drin, der Kolumbianer glaube ich 70 Pace oder 75 Pace oder sowas ist relativ gut, aber normalerweise sollte das für Yaya kein Problem sein, vor allem nicht für die erkundern. Ich werde den ganzen Angriff einblenden, weil Drogba von Arias weggetackelt wurde, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Oh, ich laufe direkt in den Gegner rein. Ich habe übrigens Gradell noch seine linke Flügel zu linke Mittelfeldkarte gegeben, das heißt auch der kommt auf volle Chemie. Macht euch da keine Sorgen drum. So, De Rossi. Ach Quatsch, ist gar nicht De Rossi. Warum habe ich denn De Rossi gesagt? Ich Idiot. Schalala, schalalala, Didi Yakunan, Yakunan, Didi Yakunan. Die Yakunan. Das ist jetzt echt uncool. Ja, das war nämlich klar. 0-2. Ja, das war, ja, der Non-Chemistry-Spieler, oder beziehungsweise der keine Chemie hat, der macht wieder die beiden Tore bisher. Es ist bezeichnend bisher diese Partie. Ich komme überhaupt nicht zurecht mit dem Team. Es spielt sie extrem scheiße. Drogba ist der schlechteste Mann auf dem ganzen Platz. Ist überhaupt nicht im Spiel. Und Yakunan macht seine Buden nicht, weil er vorne nicht unterstützt wird. Von Drogba vor allem nicht. Vielleicht jetzt mal, wo ich es gerade gesagt habe. Da wieder nicht den Ball direkt, aber egal. Flanke mal auf den zweiten Pfosten. Yakunan! Schalala, schalalala. Didi Yakunan. War nicht Didi Yakunan, war Drogba. Nee, war Yakunan. Quatsch, wie soll es denn Drogba sein? Ich bin auch voll, egal. Yakunan, Flugkopfball, so gehört sich das. Normalerweise das Letzte, was der machen würde, aber Flugkopfball, der war richtig schön sogar. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht, ein super Kopfballtor.
Gott sei Dank hat er Halbzeit gepfiffen. Es ist so unfassbar schlecht, was ich hier spiele. Nur das ist das dritte Tor von diesem Non-Chemistry-Spieler. Es zeigt einfach wieder alles. Ich habe einfach keine Chance gegen diesen Gegner. Es ist scheiße. Mein Team ist auch einfach langsam. Eigentlich gut drauf geachtet. Ich meine, die einzigen schnellen Spieler sind Jakunan und Gradel. Übrigens ist, glaube ich, das der erste Ballkontakt gewesen von Ben Arthur. Oh Mann, ey. Jakunan. Ein Tor noch, das kriege ich noch hin, das kriege ich noch hin. Der Hattrick mit Jakunan ist auf jeden Fall noch drin. Guckt euch sowas an. Drogba ist so unfassbar schlecht, ne? Ich wollte nochmal erwähnt haben, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder hier Max schlechter Verlierer, du bist schlecht, weil du verlierst, bla bla. Aber jetzt ist das Tor gefallen, ne? Klasse. Saucedo, ne? Der Torwart, ne? Der ist zwar Silber und Inform, gebe ich ja ganz gerne zu, aber trotzdem hat er bisher, ich glaube, 8 Paraden gehabt und Diego Lopez 2. Ja. Hier steht 3:3. Sagt, glaube ich, alles über dieses Spiel wieder aus und, allgemein, dass die drei Tore alle von dem Spieler mit keiner Chemie in der Offensive erzielt wurden. Hat Yaya Touré gerade wirklich einen Kopfballduell verloren. Wow. Egal, komm, Konter. Die Stimmung ist auch sehr offensiv, ne? Das ist geil, wie viele Spieler nach vorne rennen. Egal, jetzt kommt Jakunan. Jetzt kommt Didi. Jetzt kommt sein Auftritt. 90. Minute, wie damals gegen Hamburg. Wie damals gegen... Er hätte an der Eckfahne geschaut. Das ist bezeichnend. Das ist einfach bezeichnend. Er hätte nur seinen rechten Fuß benutzen müssen und dabei wäre drin gewesen. Aber er macht ihn nicht rein. Was? Oh Mann. Oh. Übrigens ist Yaya Touré auch komplett unauffällig. Leider Gottes. Aber die Formation ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt spiele. Das ist einfach eine vollkommen blöde Idee gewesen. Letztes Jahr okay, dieses Jahr ist die absolute Rand. Genauso wie die zweite Variante. Drogba. Ja, das war ja klar, dass der Ball nicht ankommen würde. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ich habe gerade die Auswechslung für ihn gemacht. Ich habe ihn gerade ausgewechselt. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe ihn gerade ausgewechselt und dafür die Legende schlechthin reingebracht, ne? Und dann steht Jakunan eigentlich im Abseits und irgendwie kriegt er den Ball zurück durch Dödelei und dann ist er einmal wenigstens gut. Wir werden es jetzt sehen, jetzt hier, pass auf. Wechsel. Kenan Karaman und Yannick Schulze für De Rossi und Drogba. Hm? Legende ist natürlich jetzt hier Karaman, ist klar. Und damit endet die Partie. Ja, wir gewinnen tatsächlich diese Episode mit 4:3, nachdem wir lange Zeit zurückgelegen haben. Das Team war trotzdem grottenschlecht, würde ich keinem empfehlen, Yaya Touré in dem 4-5-1 als Zehner zu spielen. Ist absoluter Nonsens. Ansonsten vielleicht 4-3-4 oder so, müsste der ganz gut funktionieren. Ja, Kunan immer noch overpowered und ja, Valencia ohne Chemie ist auch ziemlich gut. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Ist eine großartige Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.